Stell dir vor, es gibt eine Möglichkeit, gesund zu bleiben, ganz ohne Medikamente. Klingt unglaublich, oder? Genau darum geht es in unserem heutigen Video. Wir tauchen ein in die faszinierende Welt der laktofermentierten Lebensmittel und zeigen, warum sie ein Schlüssel zu deiner Gesundheit sein können. Bleib dran! Hast du gewusst, dass traditionelle Völker fast keine Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes oder PCOS kannten? Und das alles dank ihrer speziellen Ernährung? Weston Price, ein Zahnarzt aus den 1920ern, hat die Ernährungsweise nativer Völker erforscht und festgestellt, dass sie vor Gesundheit nur so strotzten. Eines ihrer Geheimnisse? Laktofermentierte Lebensmittel. Laktofermentierte Lebensmittel gibt es in allen Kulturen, ob Sauerkraut in Europa, Kimchi in Korea oder eingelegter Ingwer in Japan. Diese fermentierten Leckereien sind überall zu finden und unglaublich gesund. Fermentation ist nicht nur eine Methode der Konservierung, sie ist wie ein kleiner Lebensmittelwissenschaftler in deinem Glas, der komplexe Nährstoffe in leicht verdauliche Formen zerlegt. Zum Beispiel, Sojabohnen werden zu Miso, Tempeh und Tamari. Milch wird leichter verdaulich, da Laktose in Milchsäure umgewandelt wird. Weizen wird zweimal besser verdaulich. Hier ist der Grund, warum alle traditionellen Kulturen ihre eigenen laktofermentierten Lebensmittel erzeugten. Sie verbessern die Nährstoffaufnahme. Sie schaffen neue Nährstoffe wie B-Vitamine. Sie funktionieren als Antioxidantienfabrik. Sie produzieren Omega-3-Fettsäuren. Sie entfernen Toxine aus Lebensmitteln. Der Verzehr von lebenden fermentierten Lebensmitteln ist wie ein Wellness-Boost für den Verdauungstrakt, da sie lebende Kulturen direkt an unseren Körper liefern. Allerdings sind nicht alle fermentierten Lebensmittel noch lebendig. Brot muss gebacken werden, wodurch die Mikroorganismen absterben. Viele Joghurtsorten werden nach der Fermentierung pasteurisiert. Sauerkraut wird oft hitzebehandelt und Miso wird häufig in Pulverform verkauft. In unserer Welt der sofortigen Befriedigung müssen lebende fermentierte Lebensmittel gezielt gesucht oder selbst hergestellt werden. Die gute Nachricht ist, laktofermentierte Lebensmittel selber zu machen ist kinderleicht. So geht es. Obst und Gemüse nach Wahl waschen und zerkleinern. Mit Salz und Gewürzen mischen. Kurz stampfen, um Säfte freizusetzen. Einlegen, luftdicht verpacken und 2 bis 3 Tage bei Raumtemperatur fermentieren lassen. Dann zur Lagerung kühlen. Pro-Tipp: Verwende rohe Molke als Einlegeflüssigkeit. Sie verkürzt die Fermentationszeit und führt zu konstant erfolgreichen Ergebnissen. Dies ist vor allem bei Obst unerlässlich. Laktofermentation ist nicht nur ein Foodtrend, es ist eine Rückkehr zu bewährten Methoden für optimale Gesundheit. Hast du Lust bekommen, selbst laktofermentierte Lebensmittel auszuprobieren? Dann abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine neuen Videos zu verpassen. Entdecke außerdem die Kraft unserer wilden Kräutermischungen in den Elixieren von Einheitskraft, die perfekte Ergänzung für eine gesunde Ernährung. Teile deine Erfahrungen und Fragen in den Kommentaren unten. Zusammen entdecken wir die Kraft der natürlichen Ernährung.